Aber vielleicht können Sie uns beispielhaft mal sagen, eine vierköpfige Familie zum Beispiel aus der Ukraine erhält welche Leistungen? Wir haben das tatsächlich mal erfasst und man muss immer aufpassen, dass man, wenn man diese Zahlen nennt, aber sie sind überall nachzulesen, nicht irgendwelche Ressentiments schürt, aber das ist einfach die Wirklichkeit und die müssen wir ansprechen. Eine Familie bekommt, vierköpfige Familie, Haushaltsvorstand, 563 Euro, Regelsatz Ehegatte 506 Euro, wohlgemerkt ab dem 1.1. mit dem neuen Bürgergeld, Kind 14 Jahre 471 Euro, Kind 12 Jahre 390 Euro, sind 1.930 Euro. Dazu kommen die Kosten für die Miete, das sind die Mieten, die wir zahlen, 90 Quadratmeter in Tübingen, 959 kalt, Heizkosten 129,60, Betriebskosten 195,30, 1.283,90 Euro bringt letztendlich für eine Familie, die das selbst verdienen muss, müsste die ein Netto von zwischen 3.200, es kommen ja noch weitere Leistungen, Bildungs- und Teilhabepaket und so weiter dazu. Eine vergleichbare Familie müsste 3.200 bis 3.500 Euro netto nach Hause bringen. Da ist natürlich kein Anreiz da, das in Arbeit also zu gehen. Ein Nettogehalt weit über dem Durchschnitt. Das Schwäbische Tagblatt zitierte dazu das Jobcenter, das Ende Juli wohl erklärt hatte, dass von knapp 1.300 erwerbsfähigen Ukrainern, die beim Jobcenter gemeldet sind, 30 Menschen einem regulären Job nachgehen. Wundert Sie das? Nein. Bei den Sätzen kann es einen nicht wundern und da haben wir einfach eine falsche Weichenstellung. Ich hatte vorher davon gesprochen, wir führen die Menschen damit in eine falsche Richtung. Wir legen sie in die berühmte soziale Hängematte, nicht sie selbst gehen den Weg. Wenn wir sowas angeboten kriegen würden als Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg, Vertreibung oder Ähnlichem, würden wir uns genauso verhalten. Wir machen das falsch und wir müssen das korrigieren. Wenn wir es korrigieren, werden wir schnell eine bessere europäische Verteilung hinkriegen. Da bin ich überzeugt davon.